tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung liegt. So unvorstellbar ist deine Gnade, bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm, Jesus meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis ihn, der Jesus, meine Hoffnung lebt. Im Namen von Jungdienst der Kanadafos darf ich alle heute ganz herzlich darin den Heiligen Geist begrüßen. Es ist eine besondere Nacht, es ist eine Nacht voller Glücksmomente. Denn genau heute, mit dem heutigen Mitternachtsschlag, geht das Jahr 2022 zu Ende. Aber die Erinnerungen sind bleiben. Erinnerungen an mit der Familie, an Freunde, an Bekannte. Erinnerungen an ein Lachen, wo sogar die Tränen geflossen sind. Erinnerungen an vielleicht nicht so verschiedene Zeiten. Und Erinnerungen an unsere Gefühle, Gedanken und Momente. Es sind unsere Glücksmomente. Glück ist aber nicht leider Wort, es ist viel mehr. Mehr als du denkst. Grüß dich, ich bin oben hinten gegen den Heiligen Geist. Was hat das vielleicht deine Beine vor? Ja, nein. Aber wenn du mitfahren willst, musst du halt 2 Euro zahlen, gell? 2 Euro, was? Madonna! Wohl! Nein, ist das ein Streichholzpack mit? Ganz? Ich glaube nicht, dass das geht. Aber wir werden jetzt auch starten müssen, gell? Voller! Nein, nehmt mich mit! Na, mir ist es zu spät. Die Küche hat schon längst angefangen. Schau, jetzt müssen wir fahren. Du lass mal, wie Fische das ist. Eines Tages empfand das Glück tiefes Unglück. Betrübt saß es auf einem Stein, sich die Frage stellend, warum darf ich nie lange bei jemandem bleiben? Kaum bin ich wo gelandet, muss ich schon wieder weg. Oft noch bevor dieser jemand bemerkt hat, dass ich da war. Mit nach unten gezogenen Mundwinkel
saß es auf einem Stein und malte Fragezeichen in den Kies. Da kam die Zufriedenheit vorbei, milde lächelnd wie immer. »Hallo Glück«, sagte sie sanft, »was ist denn mit dir los?« Das Glück runzelte die Stirn, Widerwille verspürend, sich erklären zu müssen. Aber dann brach es doch aus ihm heraus. »Immer muss ich gleich wieder verschwinden. Gestern zum Beispiel war ich bei einer jungen Frau, die seit Tagen um ihren Sohn gezittert hat. Der kleine Junge war wegen eines Tumors am Kopf operiert worden und dann stand endlich fest, dass das Gewächs nicht bösartig war. Ihr Herz schlug Purzelbäume. Sie konnte nicht mehr zwischen Lachen oder Weinen unterscheiden und sah schöner aus als alle Schönheitsköniginnen zusammen. Heute Morgen erklärte ihr der Chef, er müsse ihr kündigen. Er könne keine Teilzeitkraft gebrauchen, die sich ständig Pflegeurlaub nimmt. Also habe ich mich wieder abflugbereit gemacht und jetzt streike ich. Warum konnte ich nicht wenigstens 3 Tage bei ihr bleiben?« Die Zufriedenheit blickte in das unzufriedene Gesicht des Glücks. Sie verstand seinen Frust, er ging es ihr doch genauso. Eine Weile saßen sie schweigend nebeneinander. Langsam ging die Sonne unter und verwischte mit ihrer rosigen Wärme die scharfen Konturen der Welt. Dann sagte die Zufriedenheit, weil du das Glück bist und keine Gewohnheit. Je dunkler es wurde, umso mehr leuchtete das dem Glück ein. Strecken im Gebet. Im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Im Schatten deiner Flügel kann ich stärker sein. Oh, im Schatten deiner Flügel kann ich stärker sein. Im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Im Schatten deiner Flügel kann ich stärker sein. Oh, im Schatten deiner Flügel kann ich stärker sein. Kann ich stärker sein. Was ist denn das? Ah, hat es leid? Da ging die ja laufen, hast du das Kirchenvieh? Nein, jetzt bin ich den ganzen Stück gegangen. Nein. Mag ich eigentlich das Licht schenken? Ich bin jetzt in der Messe oder da, aber los auch. Ja, na, schau, wie ein Fackel, wir brauchen es. Nein. Geh weiter, oder? Ja.
Es ist wirklich feiner, feiner, wärmer. Ich denke da gern für das mein letztes Streichholz. Mit dem müssen wir mal basteln. Mit dem können wir die Silvesterkerze anzünden. Gesundheit. Ich bitte für alle Menschen, dass sie stets im neuen Jahr gesund sind und sich wohlfühlen.
Mögen alle Krankheiten von euch wegbleiben und mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin der Engel der Liebe. Ich bitte Gott, dass jeder Mensch im neuen Jahr viel Liebe erfahren und weitergeben mag. Ich bitte um mehr Gemeinschaft und Frieden und weniger Krieg. Mögen alle Menschen voller Nächstenliebe handeln. Ich bin der Engel der Hoffnung. Ich bete dafür, dass jeder Mensch, egal wie schwer oder wie gut die Zeit gerade sein mag, Menschen der Liebe, der Hoffnung, der Zuversicht, ihn stets auf seinem Weg begleiten mögen. Denn Hoffnung ist eine leise Stimme, die dir ins Ohr flüstert, wenn sich der Rest der Welt gegen dich stellt. Und wenn ich fragen mag, welcher Engel bist denn du? Ich bin der Engel, der... Ja, was geht denn da? Wo bringt der schon wieder Licht? Nicht euch dafür ist auch schon. Ja, was sind denn die denn da? Ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung, ja. Hä? Aber da waren wir gerade... ein paar Engel. Ja, haben Sie heute schon ein bisschen zu viel Wein gehabt am Silvester? Ja, eigentlich ein Glas habe ich schon getrunken, aber jetzt groß feiern habe ich eigentlich nicht gekannt. Weißt du, ich habe keinen Kontakt mehr zu der Familie und zu meinen Enkeln und zu meinen Töchtern und zu meinen Sohn. Aber ja, jetzt haben die Welt da die Messe gehen und kalte Sonne. In die Messe gewählt habe ich gehen, aber haben ja auch verpasst. Der Bus hat mich mitgenommen. Jetzt bin ich halt da und feiere Silvester und da so in der Kirche. Ja, weil sie mit mir mitkommen, zu meiner Familie, mit mir in den zwei. Ja, mach ich nicht umstellen, dass so. Nein, überhaupt. Kämpft sie nicht. Warte mal. Ein Streichholz liegt da hinten. Hä? Was heißt denn das? Hey, hey. Ja. Das kann ich mich erinnern. Ich bin mal leid. Das alles war es wert. Alles nur für diesen Moment, in dem dich nichts mehr hält, in dir das Feuer brennt, egal wie oft du fällst. Ja, dann stehst du auf, stehst du auf. Für diesen Moment hast du so lange gekämpft, du hast alles gegeben, und wenn du wieder fällst, ja, dann stehst du auf. Stehst du auf? Ja, da stehst du auf. Stehst du auf? Ein letzter Blick in den Spiegel, ein tiefer Atemzug. Du schließt deine Augen, gleich wird alles gut. Ist alles hinter dir. Lass es einfach passieren. Du kannst es kaum erwarten, hast an nichts anderes gedacht. Was genau, was zu tun ist, schon tausendmal gemacht. Lass alles Schlechte zurück, nur das Gute kommt mit. Jeder Stein auf deinem Weg.
und jede Narbe, die du trägst, war es auch schwer. Das alles war es wert, alles nur für diesen Moment, in dem dich nichts mehr hält, in dir das Feuer brennt, egal wie oft du fällst, ja, dann stehst du auf, stehst du auf. Für diesen Moment hast du so lange gekämpft, du hast alles gegeben, und wenn du wieder fällst, ja, dann stehst du auf. Stehst du auf? Oh, 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 ja, dann stehst du auf. Stehst du auf? Oh, 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 ja, dann stehst du auf. Im Namen von Jugenddienst der Kanatalfos darf ich jetzt noch ganz viel Dankeschön sagen. Danke an die Sänger und Sängerinnen, danke an die Leser und Leserinnen und an alle, die heute eine Rolle gespielt haben. Wir als Jugenddienst wünschen euch alle daheim ein ganz schönes neues Jahr und mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und ich muss schon sagen, der Abend war schon so ein bisschen ein Glücksmoment. Wir wünschen euch alle ein schönes neues Jahr. Welchen Engel wünschst du dir fürs nächste Jahr? Du hast reich und fragst dich nicht, Dino. Hi, ich bin bei Geben werden. Menschen der Liebe, der Hoffnung, der Zuversicht. Okay. Hast du sie? Ja, ich kann nicht reden. Hast du sie? Hast du sie? Was? Komm, sie. Wenn du Heilgeist. Nein, danke. Okay.